Dann starte ich mit der Ebenenbewegung noch einmal, die drei Gleichungen vielleicht wiederholt. Es ist der Schwerpunktsatz. Der Schwerpunktsatz mit den zwei Komponentengleichungen. Dass sich nämlich der Schwerpunkt so bewegt, als wäre die gesamte Masse im Schwerpunkt als Massenpunkt vereinigt und alle Kräfte wirken im Schwerpunkt. In der Ebenenbewegung sind also das zwei Gleichungen in x- und y-Richtung und dann kommt dazu der Prallsatz, der nur eine Komponente hat, weil die Drehung in der Ebenenbewegung ja nur um die dazu senkrechte Achse Z-Achse stattfinden kann, das heißt dann Theta um S, wenn wir Prallsatz um S nehmen, so haben wir abgeleitet, Phi 2 Punkt, das ist die Drehachse Z, ist gleich Momente der äußeren Kräfte um Z. Das sind die drei kinetischen Gleichungen, die die ebene Bewegung beherrschen. Und ich nehme zum Beispiel nochmal ein Rad mit exzentrischem Schwerpunkt, dachte ich als Beispiel. Rad mit exzentrischem Schwerpunkt. Ja, wenn man etwas sucht, findet man es natürlich nicht. Beispiel, ein rollendes Rad mit exzentrischem Schwerpunkt. Schwerpunkt. Soll ich also und zwar so gedacht, dass das Rad hier, das ist die Radachse, das Rad befindet sich auf der waagrechten Ebene und diese Radachse wird sozusagen geführt und diese Führung, die erfolgt mit konstanter Geschwindigkeit V0. Also so wie die Radachse eben eingebaut ist im Fahrzeug, das Fahrzeug fährt mit V0. Und das Rad jetzt hat aber exzentrischen Schwerpunkt, sehr übertrieben gezeichnet, im Abstand klein e. Also die Exzentrizität ist e, das Rad ist m, r und natürlich is ist bekannt vom Rad. Achse bewegt sich, die Radachse mit v konstant. Dann ist es ja so, dass dieser Bogen, haben wir gesagt, das Rad rollt, gleich ist dem zurückgelegten Weg hier. Und wenn ich da also jetzt die raumfeste Koordinate einführe, die Richtung, dann habe ich da die Koordinaten des Schwerpunkts, sehen Sie, x und y. Also, das xs. Das ist dieses XS und dieses Stück mit dem Pfeil nach oben ist das YS. Ich schreibe es da jetzt so her, weil ich es eigentlich da rausführen müsste. Und das ist der Winkel Phi. Das sind unsere drei Koordinaten. Und die Geometrie sagt nun, es gibt natürlich nur einen Freiheitsgrad, das Ganze rollt. Das XS, YS, die sind alle von Phi abhängig. Also, wenn ich mit X bezeichne die Lage des Mittelpunktes, X gibt Lage der Achse. Dann gilt X ist R gleich R mal Phi. Das sind jetzt diese roten Wege, nicht?
die roten Wege, das ist das x gleich r mal phi. Nicht? Das ys ist ja schlecht gezeichnet, aber das ist diese Strecke. Nicht? Und das xs ist diese Strecke. Also im x-y-Koordinatensystem hier. Nicht? Sieht man das noch? Vielleicht schon noch. X ist r phi, dann ist x Punkt, ja, das r phi Punkt, und das ist ja das v0. Das ist ja die Geschwindigkeit der der Radachse. Nicht? Die Koordinate der Radachse ist das x, das ist gleich dem Bogen, seine Geschwindigkeit ist das x Punkt. Und damit kann ich die Drehgeschwindigkeit phi Punkt ja ausrechnen, die ist v0 durch r. Und wenn man das integriert, ist der Drehwinkel phi gleich v0 durch r mal t. Und wir sagen in der Regel dazu Omega mal t mit Omega konstant. Nicht? Das heißt, wenn ich das Rad mit konstanter Geschwindigkeit führe, dann ist natürlich die Drehgeschwindigkeit auch konstant. Während die Beschleunigung, phi 2 Punkt, die ist 0. Weil wenn phi Punkt konstant ist, ist klar, die Ableitung ist 0. Jetzt brauche ich die Koordinaten des Schwerpunktes. Xs, wir sehen, das ist der zurückgelegte Weg x, minus e mal Sinus phi. Also das rote Stückel minus der Projektion des Abstandes s zur Achse in die Richtung x. Und das ist ein Sinus, nicht? So rüber da. E mal Sinus phi. Das muss ich abziehen, dann bin ich beim x. S. Zur Achse. Zur Achse. S nach A, das ist E. Dann der Radius. Und im Phi steckt natürlich jetzt das T drinnen, das X ist auch klar, das ist R mal Phi, also als von Phi ausgedrückt heißt es R Phi minus E mal Sinus Phi, und wenn ich die Phi durch T ersetze, dann steht XS von T ist R mal Omega mal T minus E mal Sinus Omega T. Daraus folgt x Punkt r Omega minus e Omega Cosinus Omega t und x 2 Punkt ist gleich Cosinus differenziert minus Sinus ist plus e Omega Quadrat, innere Ableitung kommt nochmal raus, Sinus Omega t. Und dasselbe mache ich jetzt auf der linken Seite für das y. Das ys, das ist ja der Abstand vom Boden, Schwerpunktsabstand vom Boden. Das ist zunächst von A bis zum Berührungspunkt der Radius, r. Und dann wird abgezogen das e Cosinus phi. Also r minus e Cosinus Omega T ist eine Funktion der Zeit. Der Schwerpunkt beschreibt also eine flache Zykloide. Ys Punkt heißt dann Cosinus differenziert minus Sinus, also wird hier plus E Omega Sinus Omega T. Und Y2 Punkt S ist gleich e Omega Quadrat Cosinus Omega T. Das heißt, ich kenne aus der Führung jetzt nicht die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen des Schwerpunktes und auch die Drehbeschleunigung des Rades und kann daraus die Kräfte berechnen. Das Omega habe ich bezeichnet, Omega ist diese Größe. Die nenne ich einfach Omega. Nämlich, es ist ja eine Geschwindigkeit 1 durch Sekunde der Dimension nach. Meter durch Sekunde dividiert durch Meter, nicht? Ist 1 durch Sekunde
Das heißt, das ist eigentlich eine Winkelgeschwindigkeit. Phi Punkt konstant, also eigentlich steht V0 durch R. Nicht? V0 durch R ist die Drehgeschwindigkeit beim rollenden Rad. V0 ist die Geschwindigkeit der Achse. Nicht? Das wird so geführt. Und wir haben jetzt im Grunde die umgekehrte Aufgabe, mit Hilfe der Bewegungslehre die Kräfte zu berechnen, nicht? Die da auftreten. Also welche Kraft brauche ich in der Achse, welche pulsierende Kraft, damit ich das überhaupt mit konstanter Geschwindigkeit bewegen kann, dieses exzentrische Rad. Oder wie groß ist die Aufstandskraft, die jetzt auch veränderlich sein wird, nicht? Weil mal wird der Schwerpunkt nach oben beschleunigt und mal nach unten, und das muss ja erfolgen durch die Aufstandskraft. Wir müssen also jetzt die Kräfte einführen hier, und dazu zeichne ich es vielleicht noch einmal auf. Die Kraftsituation in dieser Lage, das ist das Rad. Oh Gott, nein, so ist das nicht. Nochmal. Da müsste man fast irgendwie so eine kleine Kreisscheibe haben, wo man dann nachfährt. Das ist die Achse. Und jetzt kommen die Kräfte. Die Kräfte, zum Beispiel so, ist eine Normalkraft, Fn. Da ist eine Haftkraft, Fh. Vorsicht wieder mit dem H. Vielleicht mache ich eine Schlaufe. Fh. Dann gibt es da natürlich die Führungskraft, das F0. Das muss auf die Achse wirken, das bewirkt dann das V0. Dann kommt noch der Schwerpunkt, der liegt da hier, haben wir gesagt, S. Und im Schwerpunkt greift natürlich als weitere Kraft noch das Gewicht an. Ich bleibe bei dem Blau und sage halt, das ist das Mg, nicht? Das Gewicht. Damit habe ich die Kräfte alle eingezeichnet. Und formuliere jetzt die Komponenten des Schwerpunktsatzes. M x2.s ist gleich, welche Kräfte wirken in der x-Richtung. Nicht? Das ist ja die x- und y-Richtung. In dem Koordinatensystem x, y. Aber ist die Schwerpunktskoordinaten natürlich gedacht. Oh Gott. Das ist gar nicht schön, man muss da genauer hinschauen. So. MXS2 Punkt ist gleich Summe der Kräfte, die nach rechts wirken. Nach rechts wirkt F0, nach links das FH. Minus FH. MY2.S ist gleich, in der Y-Richtung wirkt nach oben das FN, nach unten das MG. Und dann kommt noch, wir haben gesagt, den Dreisatz Theta S um den Schwerpunkt, Phi2. Der Drehwinkel ist das. Also ist das Phi2 Punkt um den Schwerpunkt so positiv zu nehmen, rechtsdrehend, nicht? Das ist das Phi2 Punkt. Wir setzen die Achse in das S hinein und nehmen jetzt alles, was so rechtsdrehend ist, das ist die Drehrichtung positiv, nicht? Um den Schwerpunkt als Moment. Da ist einmal das F0 am Abstand E Cosinus Phi. F0, das dreht mit, mal E Cosinus Phi, dann dreht mit das FH, mal R minus E Cosinus Phi, und dann dreht dagegen das FN. FN mal E Sinus Phi. Und nun ist ja das Phi 2.0, weil ja das Phi Punkt konstant ist.
Phi Punkt ist ja V0 durch R, haben wir gesagt, gleich konstant. Also es ist eine Bewegung ohne Drehbeschleunigung. Und wir haben jetzt auf diese Weise drei Gleichungen für die drei unbekannten Kräfte. Die kann man auf diese Weise dann ausrechnen. Also drei Gleichungen für die drei Kräfte, weil die Bewegung hier bekannt ist, nämlich F0, FH und FN. Man könnte also in diese Momentengleichung, das ist ja quasi jetzt eine statische Momentengleichung geworden, die dritte, dadurch, dass die Teiländerung 0 ist, dass Theta Phi 2.0 ist, ist das eine statische Momentengleichung. Summe der Momente um S gleich 0, heißt das. Und Sie sehen, ich könnte jetzt zum Beispiel aus der zweiten das Fn ausrechnen, aus der ersten das F0, beide einsetzen in die dritte, aus der ersten das Fh. Also wenn ich da sage Fh ist gleich F0 minus mx2.s und daraus nehme ich jetzt das Fn ist gleich Gewicht plus my2.s in die dritte eingesetzt in 3, naja, dann wird das irgendein langes Ding, F0 mal E mal Cosinus Phi, das ist Cosinus Omega T, plus FH mal R minus E Cosinus Omega T, es steht da minus mx2.s, das muss ich dann auch einsetzen. Minus fn, das heißt mg e sinus, na, jetzt habe ich wieder phi geschrieben, besser wäre wieder gleich omega t schreiben. Schreibe da auch omega t. Omega t. Minus, das ist jetzt ein falsches Omega, T dabei noch, T, minus my2.s mal E mal Sinus Omega T und das Ganze muss 0 sein. Und jetzt müssen wir die beiden Beschleunigungen noch einsetzen von der vorhergehenden Seite. Das müssten also e Omega Quadrat Sinus Omega T sein und e Omega Quadrat Cosinus Omega T. Wenn ich da, also das x e Omega Quadrat Sinus und der andere Cosinus. E Omega Quadrat Sinus und das ist e Omega Quadrat Cosinus Omega t ist an sich sehr leicht verständlich. Sie sehen, die einzige Beschleunigung ist das e Omega Quadrat von s zum Krümmungsmittelpunkt hingerichtet. Nicht? Und das hat zwei Komponenten, eine in x und eine in y-Richtung, nicht? Mit Sinus und Cosinus. Und damit ist dann, wahrscheinlich fällt da einiges weg. Ich rechne da jetzt nicht weiter, es ist ganz klar. Daraus kann man das F0 ausrechnen. Und zwar, Sie sehen, F0, das fällt weg, also vielleicht rechne ich doch weiter, weil es ausschaut, es wird sehr einfach. F0 mal R bleibt da dann. Und dann gebe ich alles auf die andere Seite, ist gleich. Dann steht hier E Omega Quadrat, hebe ich raus. Dann kommt das M natürlich dazu, M E Omega Quadrat. Und dann steht hier R Sinus minus
E mal Sinus Cosinus. Dann kommt der Term plus. Oh, warten Sie mal. Plus E Omega Quadrat M plus auf der anderen Seite. Irgendwo habe ich jetzt, ah wohl, das E habe ich draußen. Dann bleibt da drinnen E Sinus Cosinus, das fällt auch weg. Naja, das ist ja wunderschön. Das waren jetzt die Terme aus X und Y. Und es bleibt noch plus M, G, das, der Anteil vom Gewicht, der da hereinkommt. Jetzt ist das wieder weg. Also F 0 müsste gleich sein M E zu R Omega Quadrat mal, das ist weg, nicht? Die zwei gehen eben 0. Das R, das können wir sparen, weg da. Wenn ich durch R dividiere, dann fällt das R ja da raus. Dann bleibt ME Omega Quadrat Sinus Omega T durch R dividiert plus MG E zu R Sinus Omega T. Und jetzt frage ich mich, naja, da kann ich ja noch den Sinus rausheben. M könnte man rausheben. Und V0. Naja, F0. Gut. Ich sage jetzt, das Omega Quadrat ist V0 durch R. Na gut, setzen wir alles ein. M E V0 Quadrat durch R Quadrat. Das ist ja das Omega. Plus M mal G. Mal E zu R und das Ganze mal Sinus Omega T. Das heißt, ich brauche also eine wellenförmige Antriebskraft, das wackelt so dahin. Und man kann natürlich, wenn man das F0 dann kennt, auch die Normalkraft aufrechnen, nicht das Fn dazu. Fn kann man vielleicht überhaupt noch einfacher rechnen, das Fn, sehen Sie, ist gleich mg plus mys2. Das ys2 haben wir gesagt, ist aber das e omega Quadrat Cosinus, also steht da mg plus mys2. M E Omega Quadrat Sinus Omega T. Es ist klar, wenn das E 0 wird, dann wird hier kein Antrieb erforderlich sein und die Aufstandskraft ist Mg konstant. Nicht? Während Sie da, die Aufstandskraft hat jetzt über Mg konstant, nicht? Das ist das Mg, mit dem Sinus so auf und nieder wackelt halt nicht. Das ist die, quasi die Aufstandskraft der Fn, die sich da über dem Weg ergibt. Das kann so weit gehen, dass das Rad zu springen beginnt, nicht? Wenn Fn 0 wird, naja, dann hebt es eben ab an der Stelle und dann gilt nur eine andere Gleichung.